Pokal habt ihr sie schon geschlagen, jetzt Liga, war was ganz was anderes? Also ja, auf jeden Fall. Also wir hatten höllisch Respekt, weil normal, wenn wir die schon mal geschlagen haben, die wussten, dann haben sie noch gegen Bietigheim jetzt verloren, was sie auch sich nicht gedacht haben. Wir wussten, dass sie halt volle Kanne kommen heute. Und deswegen hatten wir ordentlich Respekt. Das ist überragend. Es macht unfassbar viel Spaß. Wenn ich richtig liege, sind wir heute vom Abstiegsrang runter. Und das ja ein ganz, ganz großer Teil unserer Fans und dieser Arena mit zu verdanken, weil es unfassbar pusht. Und wir als Spieler geben dann noch ein paar Prozente mehr aus uns rausholen können. Und das ist einfach Wahnsinns-Emotionen, die hier stattfinden. Heute war es sehr wichtig für uns, weil wir haben auch zu Hause letztes Spiel verloren. Und für uns, das wäre ein Big Point, so eine Frage. Und wir hatten auch, ich denke, jedes Spiel hat alles auf dem Feld gelassen, aber ja, es gibt Tage, wo das klappt nicht. Und heute das Problem war die Burfen. Und ich denke, das war der wichtige Faktor hier in dem Spiel heute, weil ich hatte nicht dieses Gefühl, dass die haben nicht schlecht gespielt, aber wie viele Werfen für jede Position, unglaublich. Man muss ehrlich sagen, also unsere Leistung war jetzt insgesamt, waren die letzten Heimspiele besser. Wir sind auch in Phasen drin, wo es einfach nicht gelaufen ist. Und dann mussten wir so ein bisschen auf unser Erlanger Spiel, also ich habe vorher gesagt, 22 ist endlich mal wieder ein Erlanger Ergebnis, wo wenig Tore fallen. Da haben wir uns in der Abwehr reingefightet und dann hat Katz natürlich uns auch komplett geholfen. Aber heute, glaube ich, gibt es nur einen, den man wirklich feiern muss und auch will. Katze hat euch heute das Spiel gerettet, kann man so sagen? Absolut. Katze war brutal, war Wahnsinn. Wenn wir den heute nicht haben, dann, boah, keine Ahnung, verlieren wir mit 10 Toren. Das war unfassbar. Ich würde gerne mal die Statistik wissen, wie viele Paraden das wirklich waren heute. Wir haben ein, ich denke, nicht schlechtes Spiel gespielt, aber ich weiß nicht, wie viele Paraden hat er gemacht in jeder Position. Wir haben auch nicht in Angriff schlecht gespielt, weil die Situationen waren gut, aber die Werfen waren nicht optimal und er war heute unglaublich. Wir hatten auch ein bisschen Probleme mit den Aufprallen in Abwehr, aber das war auch nicht schlecht. 22 Tore, aber ja, 20 Tore in Angriff sind zu weniger und er hat ein super Spiel gemacht. Das ist eher der Faktor, denke ich. Wir waren eine gute Mannschaft, aber unser Torwart hat unglaubliche Leistung. Das muss jeder wissen. Das war unglaublich heute, wirklich. Ich finde, das war entscheidend in diesem Spiel. Unser Torwart, wirklich. Ja, war unser gutes Spiel in Deckung, auch nach vorne, aber Torwartleistung war super. Und jetzt gibt es wieder ein bockelhartes Auswärtsspiel. Kann man da ein bisschen entspannter vielleicht hinfahren nach Kiel? Entspannt nach Kiel. Und es genießen? Also ich weiß nicht, ich genieße jedes Handballspiel in erster Linie und ich will auch jedes Handballspiel völlig positiv gestalten. Wir haben natürlich auch ein Ziel für das Spiel, das gehen wir an, fokussieren uns und bereiten uns genauso drauf wie auf jedes andere Spiel. Und ja, man weiß nie, was passiert. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Heute für uns war sehr wichtig, wir gehen in Kiel. Ich sage so, wir gehen spielen ein Spiel und dann, was ist passiert? Das ist nicht so realistisch, dass wir kriegen da Punkte. Wann wir kriegen, perfekt, wann nicht, alles okay und gehen wir weiter. Das nächste Spiel ist, glaube ich, gegen BHC bei euch. Wie wichtig ist es, dass man dann gegen den BHC nachliegt, dass man da gewinnt vielleicht? Sehr wichtig. Für uns ist jedes Spiel ist ein sehr wichtiges Spiel. Egal, wenn er zu Hause oder raus, egal, wir müssen alles jetzt gewinnen, weil wir haben nicht viele Punkte und wir haben noch Probleme mit Lisander und so und wir müssen reagieren und ich hoffe, dass die Leute bleiben gesund und wir können weitergehen und nächstes Spiel können 2 Punkte gewinnen.